Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Karmesin. Wir sind auf dem Weg zu Team Star, um das vierte der fünf Team Star Camps zu erledigen. Zweimal EP-Bonbon-M, okay. Gehen wir beides Flamara. So. Ich habe aber auf der Map erstmal ein Pokémon Center markiert, weil das da schön in der Nähe von Team Star ist. Und wait a minute, hier müssten ja eigentlich auch noch Pokémon sein, die ich nicht besitze, aber ist egal, geh mal hoch. Ice Terror Raid ist auch noch da. Ich bin mir sicher, das ist doch garantiert wieder ein Evoli. Was denn sonst? Terror Raids sind ja gefühlt immer Evoli. EP-Bonbon L. Was ist denn jetzt los? Was macht ihr auch da an der Klippe, ihr Trottel? Ja, und fliegen. Come on. Was ist denn das? Achso. Mein Koraidon ist kurz verschwunden. Ist auch geil. Oh! Guck mal, Ursaring. Da fängt er schon mal gut an, der Part. Ein Pokémon, was ich noch nicht besitze. Level 49, muss ich aufpassen. Ich bin fast, ja, bald 20 Level drüber. 85, 80, immer mal 80, so. Wurde überrascht und kann nicht reagieren, das ist super. Dann geh du mal direkt in den Hyperball rein, komm. Du bist ein großes Pokémon, dann brauchst du auch einen krassen Pokéball. Danke. So, und ich habe schon gesehen, die anderen Pokémon haben sich um mich herum versammelt. Die wollen unbedingt kämpfen, ha? Guck sie dir an. 125 Kilogramm. Hätte ich mehr erwartet. Hätte ich tatsächlich mehr erwartet. Nein, lass mich in Ruhe. Gut ausgewichen. Eine Latschibäre nehmen wir auch noch mit. Und dann ist da vorne das Pokémon Center. Dann noch ein Rasaf. Cool. Hyperball. Hab ich das schon? Ja. Tarnpinion. Guck mal, da ist eine Raupe. Machen die Pokémon alle hier. Oh, ich glaube, hier werde ich auch noch Spaß haben und ganz, ganz viele Pokémon finden, die ich noch nicht habe. Ha? Erstmal heilen wir aber alles, was ich habe. Ha? Kermann. Wunderbare Sache. Alles ist wieder tippitoppi fit. Den komischen Wurm da oben, den will ich aber schnell fangen, den ich da gerade gesehen habe. Der war da oben. Oh, und ein Item ist auch noch da. Ist er weg, der Wurm. Riesenwurmstross. Okay. Der blöde Wurm ist weg. Was ist das da? Was bist du? Ah. Habe ich die schon? Nee, Nicht so aggressiv. Dass ich das habe ich noch nicht mal. Hä? Es ist weg. Es ist einfach verschwunden. What? Ja, okay. Riesenbaumspross. Was ist jetzt los? Ah, da, ja. Wir sind in der Nähe vom Lager. Ja, ja. Got it. Leval. Operation Stardust scheint ja gut zu laufen. Es sind nur noch zwei Bosse übrig. Dank dieser Aktion ist mir einiges klar geworden. Ich bin wirklich froh, beigetreten zu sein. Ach, was ich noch fragen wollte. Was hältst du eigentlich von Cassiopeia? Geheimnisvoll. Verstehe. Ich glaube nicht, dass Cassiopeia Team Star wirklich hasst. Aber warum dann Operation Stardust? Nun ja, so langsam muss ich mal wieder Schmiere stehen. Sag Bescheid, wenn du das Versteck in Angriff nimmst. Ja, ist okay. Ist. Oh, guck mal, da ist sie wieder, die Raupe. Hallo? Na? Hast du Lust? Legios, okay. Ah, was aussieht wie Legionäre.
Got it. Oh, das war nix, hä? Huh? Eisen aber. Okay. Du bist ja garantiert ein Käfer-Pokémon. Dann kann ich ja einen Nestball dann nehmen, oder? Ja, soll ich nochmal ein Knirr... Oh. Was machst du? Angriff steigt. Verteidigung steigt. Spezialangriff steigt. Spezialverteidigung steigt. Initiative steigt. Kann nicht mehr fliehen. Okay, dann mache ich... Oh, ich mache einen Knirscher. Ich probiere es. Wow, wow, wow. Beruhigen Sie sich. Na komm. Okay. Und... Ich mache einen Netzball. Was habe ich vorhin gesagt? Nestball. Es ist ein Netzball. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Okay, bringt nichts. Dann machen wir einen Superball. Das war nix. Dann halt ein Hyperball. Geht doch. Sehr gut. Okay. 62 Kilogramm. Das ist ein Kampf-Pokémon. Ja, darum hat der Netzball nicht funktioniert. Das sieht halt 0,0 wie ein Kampf-Pokémon aus. Sind wir ehrlich. Mini-Baumspross. Okay. Was haben wir hier noch? Okay. Begrenzer. Was begrenzt du denn? Ich würde doch nur schneller hochgehen, weil da ist ein... Nein, 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 komm. Ein bisschen noch. Die Kaffbande, okay. EP-Bonbon L. Top-Elixier. Gut, dann die EP-Bonbon noch schnell benutzen, ne? Zweimal habe ich EP-Bonbon L. Gehen wir einmal Dragoran und einmal Meditalis. Sehr gut. Na dann. Nicht schlecht, du hast definitiv Talent. Ich kann nicht glauben, dass du die Angriffe von meinen Pokémon abwehren konntest. Du bist auch recht gut. Dein Name war Ryoba, richtig? Du hast eine sehr ausgefeilte Taktik. Aber warum bewacht der Boss höchstpersönlich den Eingang? Hast du kein Vertrauen in deine Kameraden? Pass auf, was du sagst. Ich bin hier, weil ich nicht will, dass außer mir noch jemand verletzt wird. Was für ein gutherziger Boss, aber na gut. Sollen wir uns wieder unserem Kampf widmen? Ich sag ihr was. Ich kämpfe. Nanu, wer ist das? Akuyaku, da bist du ja. Ich habe diese Schülerin angesprochen, da sie aussah, als gehöre sie zu Team Star. Dann hat sie mich plötzlich angegriffen und ja, der Kampf ist seitdem vorbei. Ryoba, dachte ich mir doch, dass ich dich hier finden würde. Mispa. Alles in Ordnung mit dir? Bist du verletzt? Mir geht's gut, keine Sorge. Aber bring du dich besser in Sicherheit. Nix da. Ich übernehme jetzt. Geh du zurück ins Versteck, Ryoba. Nein, das kann ich doch nicht einfach auf dich abwälzen. Ryoba, es reicht. Bis unser Big Boss zurückkommt, muss ich euch Mitglieder der Kev-Bande beschützen. Ebenso wie alle anderen in Team Star. Komm, jetzt hört auf zu streiten. Los, komm. Geh jetzt einfach rein. Hasta la vista, genau. Du hast ja eigentlich ein gutes Herz. Was machst du bei dieser blöden Bande? Keiner weiß es. Keiner weiß es. Naja. Lass uns kämpfen. Come on. Ja, ja, ich mach das schon. Kein Problem. Komm, komm, komm.
Ich bin kampfbereit, ja. Komm, komm, komm. Also, Mispa. Ich zeig dir jetzt, was ich so drauf habe. Dein Glibungel wird noch das blaue Wunder erleben. Drachenpuls. Weil der Knirscher bringt mir nicht viel. Ach, musstest du dann das vergiften? Na, dann lohnt sich dann wenigstens der Supertrank, ne? Garados wurde durch Gift verletzt. Ist okay, machen wir eine Kaskade. Dann ist die Sache... Volltreffer. Dann ist die Sache hier gegessen. Oder hast du noch mehr Pokémon? Garados wurde durch Gift verletzt. Rasa. Nein, ich habe wieder weiter kämpfen gedrückt, ich Idiot. Ja gut, dann mache ich eine Hydro-Pumpe. Warum bin ich denn so doof? Okay, wenigstens macht mir Rasaf keinen zusätzlichen Damage. Verteidigung sinkt stark, okay. Oh. Da verletzt auch das Gift direkt einiges mehr, ha? Kaskade. Und dann ist die Sache jetzt endgültig gegessen. Danke. Zwei Level-Ups. Sehr gut. Letztendlich macht es nichts, wenn ich verliere. Ja doch. Das zeigt, dass du schlecht bist und an der Akademie nichts zu suchen hast. Ja. Hasta la vista. Und tschüss. Ja. Klingelingeling, Cassiopeia, du hast die Wache bezwungen. Der Kampfmitglieder. Okay, Ryobai Boss ist Wrestlerin und unterrichtet die anderen Mitglieder im Kämpfen. Okay. Es ist gut möglich, dass sie an vorderster Front mitkämpft, um einen Eindringling wie dich schnellstmöglich auszuschalten. Bin ihr schon begegnet. Ich wusste es. Wie lief's? Ja, super. Geflohen. Nun dann bleibt dir nichts anderes übrig, als das Versteck mit dem Frontalangriff zu erobern, ha? Ja, ich weiß schon, was ich machen muss. Lass erstmal. Ach, guck mal, da fliegt einfach noch ein Omatron. Super. Gegengift. Braucht mein Garados natürlich. Und die Kraftwurzel, das reicht ja dann perfekt. So, gegen Kampf-Pokémon. Was mache ich da am besten? Ich pack mal Meditalis nach vorne, komm. Kampf mit Kampf besiegen. So, ja, herausfordern. Let's go. Schaffe ich es wieder in unter einer Minute? Bla 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 bla. 30 Pokémon, bla bla bla. Ich weiß. Besiege 30 Pokémon. Ja. Okay. Come on. Ja. Aber coole Pokémon habt ihr. Schade, kann ich nicht reiten hier. Tja, mein Meditalis ist cooler. Ja. Aber in unter einer Minute werde ich es nicht schaffen, weil... Die sind alle so gut verteilt hier. Was ist das denn? Ah. Maskagado hat Hariyama besiegt. Dann haben wir noch Menkis und Rasafs. Na los. Und Flamingo habt ihr auch. Noch mehr Menkis und Rasaf. Ja, das sind halt die perfekten Kampf-Pokémon, ne? Vielen Dank, ich dann nur noch Nocturne, was Kampf-Pokémon angeht. Das habe ich auch noch, oder falls es das überhaupt gibt hier, das ist natürlich die Frage. Garados, komm. Danke. Ja, okay, das dauert dann halt 2 Minuten hier. Kein Problem. Na, guck mal. Die große Raupe haben sie auch.
Ja, Maskagato macht die ziemlich gut fertig hier, ha? Meditalis ebenfalls. Na komm, so, das war's. Gut. Haben wir's erledigt. Ihr habt versagt, das ist korrekt. Versagt auf höchster Ebene. Ja, ja, ja. Versager seid ihr. Absolute Versager. Ja, Ryoba. Zeig mal, was du kannst. Ja, ja, bla, 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 bla. Du hast auch, du kannst auch nicht davon laufen. Das ist ja, das ist ja die Sache. Das geht nicht. You can't do this. You cannot laufe davon. Sorry, Opa, wie viele Pokémon hast du? 3, 4. Show me. Das, ja, ja. Toxicroak, er schaudert. 6 Pokémon hat sie. Okay. Ja, aber mein Meditalis ist natürlich... Oh. Eieiei. Okay. Ja. Hast trotzdem keine Chance, ha? Epitaph. Nee, wir kämpfen mit Meditalis einfach weiter. Es gibt ja, glaube ich, eh keine EP hier, von daher... Alter, ist das denn für ein geiles Pokémon? Das sieht irgendwie aus wie eine Weiterentwicklung von Rasaf. Holy shit. Okay. Also, zeig mal her. Epitaph heißt das, ha? Ich gebe jetzt einfach mal ein, Rasaf-Entwicklung Karmesin in Google. Rasaf-Entwicklung in Pokémon Karmesin. Ah, das ist erst zu dieser Generation hinzugekommen. Das Epitaph. Das sieht da mega geil aus. Ey! Nach 25 Jahren hat Mankey bzw. Rasaf eine Entwicklung gekriegt. Was ein Scheiß. Okay. Das steht aber bei Level 35 kriegt Rasaf. Die Weiterent... Nee, Mankey bei Level 35, oder? Nee, Rasaf bis Level 35. Warte, Quatermack. Mach mal eine Hydropumpe. Sehr gut. Verfehlt! Aha, sehr gut! Come on, Garados. Kaskade. Perfekt. Ich weiß, wie man Rasaf entwickelt zu Epitaph. Man muss 20 Mal die Attacke... Wutfaust benutzen. Okay. Interessant. Lucario hast du. Das ist geil. Fuck. Okay. Hat auch nicht viel gebracht. Dann mache ich eine Hydropumpe. Garados, deine letzte Aktion ist viel Damage machen. Sehr gut. Okay. Sehr gut, sehr gut. Sie hat jetzt immer noch 3 Pokémon und ich habe 4. Ich
ich hau mal Flamara raus. Weil Flamara ist eh anfällig gegen die Kampfattacken, glaube ich. Aber vielleicht kann ich ja Lucario. Ah, nein, es sind nur noch zwei. Hä? Da waren doch vorhin sechs Pokébälle, oder nicht? Aurasphäre. Oh, okay. Nicht sehr effektiv, aber hat es trotzdem erledigt. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Knattertox. Ja, jetzt kommt sie mit dem Auto, ha? Dann habe ich jetzt drei Pokémon Zeit, das Knattertox zu erledigen. Okay. Da machen Flammenwurf. Gangwechsel, was ist das denn? Initiative steigt stark, okay. Angriff auch. Es könnte aber noch knapp werden, ne? Level 56. Müsste aber eigentlich problemlos funktionieren, ne? Mach noch einen Flammenwurf, falls du das überlebst. Flamara. Ich liebe dich. Ich liebe dich dafür, dass du das überlebt hast. Sehr gut. Raufturbo. Ja, das ist okay, weil wäre eh draufgegangen, Flamara. Von daher, I don't give a damn. Guck mal, ich hab noch drei Pokémon, ey. Komm, wir gehen mal mit Dragoran rein. Let's go. Dragoran, enttäusch mich nicht, okay? Mach mal fliegen. Gangwechsel, schon wieder. Ja, mach das ruhig, weil ich gehe dann schön in die Luft hoch mit Dragoran, vorausgesetzt, dass es will es. Dragoran wendet sich ab. Kannst mir langsam mal am Arsch lecken, du dummes Pokémon. Noch ein Gangwechsel. Willst du mich jetzt dreimal one-shotten, oder was? Dragoran faulenzt. Ich glaub's ja nicht, ey. Dann mach mal einen Donner. Vielleicht gefällt dir das ja besser. Initiative sinkt stark. Dragoran. Mann! Dragoran, du bist so ein dummes Pokémon. Wirklich. Verfehl. Du, jetzt, wenn du mal was machst, verfehlst du. Du bist ja super. Wirklich. Erfolgtreffer. Hast du verdient, Dragoran. Aber das kannst du nicht bringen, dass ich jetzt hier noch verlieren werde. Das kannst du nicht bringen. Ich müsste eigentlich Meditalis, müsste eigentlich Meditalis den Top-Beleber geben, damit, ich so dann eigentlich den Gnadenstoß geben kann. Das würde eigentlich am meisten Sinn machen. Nee, Terra-Kristallisierung bringt hier nichts. Oh, bitte one-shotte mich nicht. Oh, boy. Terra-Ausbruch. Okay. Weißt du was? Nach Tara wird jetzt eh drauf gehen. Dann können wir den Top-Beleber auf Meditalis machen. So. Dann müsste ich es dann eigentlich hinkriegen. Weil Meditalis wird es dann, sofern es einmal einen Angriff überlebt, besiegen können. Ich gehe aber trotzdem zuerst mit Maskagato rein. So. Das ist ein harter Kampf, bin ich ehrlich. Das ist eine gute Herausforderung. Aber es muss, sage ich, wenn ich den Blumentrick mit der Terra-Kristallisierung durchbringe, müsste ich es theoretisch erledigen können. Und da es so viele Reifendrehungen gemacht hat, müsste die Initiative jetzt bald langsamer sein als von Maskagato, oder? Ja. Come on. Ah! Verteidigung steigt. Kann ich verarschen? Holy shit. Dann mach mal einen Gigasauger. Halt dich mal ein bisschen. Und ich hab's erledigt. Sehr gut. Maskagato, auf dich kann man zählen. Und zwar so richtig. Knattertox wurde besiegt. Trioba wurde auch besiegt.
Kappa. Ja, Ryoba. Du bist ein Loser. Oh, jetzt gibt's da wieder so eine Konversation, hä? Es tut mir so laut. Ich glaube, ich bin etwas zu weit gegangen. Ach, mach dir keinen Kopf. Wir haben dich schließlich darum gebeten, das Training wie einen echten Kampf zu behandeln. Aber es gibt wahrlich keinen Grund, weshalb ihr um Vergebung bitten müsstet. Noble Ryoba, eure Unterweisung hat mir den Weg zu überragender Geschicklichkeit geebnet. Ja, wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich mein Pokémon nicht entwickeln können. Ja, komm. Mega dankbar, bla bla bla. Pause, da. Bla bla bla, Shugi, aha. Ach Mann. Mach mal hinne. Ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat nicht gereicht. Du warst wirklich stark. Ich übergebe dir das hier nicht nur, weil unser Kodex es so vorschreibt, sondern auch, weil du es dir verdient hast. Okay. Sie ist eigentlich noch eine sympathische. Viel zu lieb für Team Star. Dein Markenzeichen. Nahkampf. Ich weiß, dass du zur Operation Stardust gehörst, Takuyaku. Aber während unseres Kampfes wurde mir klar, dass du kein schlechter Mensch bist. Das konnte ich daran erkennen, wie deine Pokémon dich angeschaut haben. Aber jetzt bitte ich dich, mich einen Moment lang nicht anzusehen. Ich kann es nicht ertragen. Ah. Es geht zu heulen, oder was? Du hast es also geschafft, Takuyaku. Ach, Ryoba. Das ist das Teammitglied, gegen das du im Tor gekämpft hast. Ich habe sie gebeten, für ein kurzes Gespräch mitzukommen. Worüber wolltest du sprechen? Ich habe den Eindruck, dass du mit deinem Boss anders umgehst als die anderen Rüpel. Wie kommt's? Dir geht wohl gar nichts, hä? Na gut, ich erklär's euch. Früher konnte ich Ryoba nicht ausstehen. Seht sie euch nur an, sie ist eine klasse Trainerin, absolute Sportskanone und hübsch noch dazu. Kein Wunder, dass Ryoba seit ihrem ersten Tag an der Akademie so beliebt war. Ich hingegen, die vor ihr als beliebteste Schülerin galt, stand plötzlich in ihrem Schatten. Deshalb warst du dann gemein zu ihr? Ja, ich brachte auch unsere Klassenkameraden dazu, auf ihr rumzuhacken. Wir waren richtige Idioten. Doch so wie Kinder schnell das Interesse an einem neuen Spielzeug verlieren, so wechseln Mobber ihr Ziel, wenn die Langeweile einsetzt. Das nächste Mobbing-Opfer war dann ich. Ich hatte es wohl verdient, aber Ryoba, sie half mir, obwohl ich vorher so fies zu ihr gewesen war. Sie wusste, wie schwer es ist, nirgendwo dazuzugehören und lud mich zu Team Star ein. Obwohl du sie gemobbt hattest? Was für ein herzensgutes Mädchen. Ja, das ist sie. Und seit ich dem Team beigetreten bin, habe ich richtig viel Spaß. Manchen Gerüchten zufolge soll der Team Star andere mobben. Aber glaubst du das wirklich, nachdem du meine Geschichte gehört hast? Nun, also... Ryoba und Team Star haben mir geholfen, zu der Person zu werden, die ich heute bin. Bitte nehmt uns unseren kostbarsten Schatz nicht weg. Ja, jetzt habe ich es ja eh schon fast gemacht, also kann ich es ja genauso gut dann auch beenden. Nur noch dieser Otis ist übrig. So, jetzt kommt wieder die Cassiopeia. Ryoba hat den Orden gegeben, genau. Ihr Boss ist jetzt weg, also sollte die Kev-Bande sich auflösen. Naja. Ja. Doch, das jetzt... wir kennen uns schon lange, Leval und ich. Ja. Ist in jedem Fall ein guter Freund. Erinnert mich fast an die anderen früher. Die anderen? Wie du bereits weißt, hat sich Team Star aus Schülern gebildet, die in der Akademie gemobbt wurden. Kurz nach der Gründung von Team Star haben die Bosse ihre Peiniger konfrontiert. Team Star ging als strahlender Sieger hervor, obwohl es eigentlich gar nicht zum Kampf kam. Die Schikaniere haben nämlich einfach widerstandslos aufgegeben.
Sie fürchteten sich so sehr vor Team Star, dass sie einer nach dem anderen die Akademie verließen. So standen die Mitglieder von Team Star plötzlich als Bösewichte da. Aber egal, diese Geschichte spielt jetzt keine Rolle. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Aha. Okay. Mehr TMs kann ich herstellen, okay. Jetzt kommt dann da die Cosima, heißt sie, glaube ich. Kommt wieder. Genau. Ha. Ja, ja, es will dich doch nur ablecken. Ha. Ja, mein Pokémon ist halt lieb. Gib mir doch jetzt einfach meine Belohnung. Ach Mann. Ich habe das Gefühl, dieser oder diese Cassiopeia ist der Big Boss von Team Star. Das ist eigentlich so meine Theorie. So, das ist ein neues Pokémon Center. Da ist auch ein Trainer, den ich bekämpfen könnte. Ich heile wahrscheinlich alle Pokémon. Gut. Oder waren die schon? Keine Ahnung. Ist egal. Heilen ist immer gut. Okay. Terra-Kristall-Orb ist auch wieder aufgefüllt. Das finde ich doch super. Ach, guck mal, da hinten sind noch ein paar Items. Wenn ich die ganze Zeit Items finde, endet der Part nie. EP-Bonbon XS, X-Verteidigung. Ja, okay. Fakt ist, wir haben noch eine Aufgabe zu erledigen. Und zwar müssen wir jetzt hier nach Montanata. Ne, nach Frigomonta und Montanata. Also wir haben noch zwei Orden und einmal Team Star. Guck mal, das ist auch ein Feuer-Terror-Raid. Können wir das als Ziel festlegen? Fliegen wir mal dahin. Und dann gehen wir morgen Richtung Montanata. Dann sage ich für heute danke fürs Zuschauen. Habt noch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.